Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Vortrag der NGW. Mein Name ist Patrick Häschli, ich bin Mitglied des Vorstandes und unser Referent sitzt in Kiel, Herr Matthias Heckel. Guten Abend, Herr Heckel. Ja, guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Ihr Thema heute Abend, Herr Heckel, ist Tiefseebergbau und die damit verbundenen Herausforderungen. Nun, was könnte man in der Tiefsee abgraben, bergbauen? Im Meerwasser bilden sich Knollen aus Eisen, Mangan und seltenen Elementen, die industriell wertvoll sind. Diese Knollen liegen in einigen Kilometern Tiefe. Man versucht, die herauszuholen. Das ist ein sehr anspruchsvolles Unterfangen. Aber es geht nicht darum, wie man das industriell ausnützt. Die Frage ist, was passiert, wenn man den Meeresboden abgrast, absaugt? Die Wunden, die dabei entstehen, vergehen die jemals wieder? Und das ist eine Frage, der das internationale Projekt Mining Impact seit vielen Jahren nachgeht und versucht, Richtlinien zu erarbeiten, wie man Tiefseebergbau einigermaßen umweltverträglich gestalten könnte. Eine Reportage in der Republik im November 2020 hat mich auf dieses Thema gebracht und die Autorin des Artikels, Sabrina Weiß, hat mich dann an Herrn Heckel verwiesen. Matthias Heckel arbeitet in Kiel bei Geomar. Das ist das Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung. Er hat Chemie studiert und dann 2000 bei Geomar doktoriert. In seiner Arbeit kombiniert er praktische Forschung auf dem Meer mit numerischer Modellierung. Und seit 2015 leitet er dieses Projekt Mining Impact. Herr Heckel, wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Ja, vielen Dank, Herr Häschli, für die Einführung. Ich hoffe, Sie können die Folien jetzt sehen. Die Präsentation. So, ja, ich freue mich sehr, dass ich heute den Vortrag halten kann zu diesem Thema, auch wenn ich leider nicht in Winterthur direkt selber sein kann. Ich hoffe, dass das irgendwann in naher Zukunft wieder besser möglich ist, dass man diese Vorträge auch direkt in Person halten kann. Wie Herr Häschli schon einführte, geht es bei dem Projekt Mining Impact darum, die Umweltauswirkungen und Risiken von Tiefseebergbau zu untersuchen und am Ende diese Forschung eben nicht nur zu machen, um wissenschaftliche Publikationen zu schreiben, sondern eben auch konkrete Vorschläge zu machen für die internationale Meeresbodenbehörde, die in Jamaika sitzt. Das ist so ein UN-Organ, kann man fast sagen. Also es ist eigenständig, aber es ist der UN untergeordnet, die dafür zuständig ist, die internationalen Regularien in den außerhalb der Außenwirtschaftszonen aufzustellen. Und die ist jetzt seit 5 Jahren ungefähr dabei, dieses Regularienwerk für den Abbau zu erstellen, die Regularien für die Exploration der Tiefseerohstoffe, die existieren schon etwas mehr als 10 Jahre zum Teil. Genau, das Projekt Mining Impact, da sind wir, das ist ein europäisches Projekt, was aber nationale Förderung erhält aus 9 europäischen Ländern, darunter eben Deutschland, Belgien, die Niederlande, Frankreich, Italien, Großbritannien, Portugal und Schweden. Und in der zweiten Projektphase, die jetzt seit 2018 läuft, ist auch die internationale Meeresbodenbehörde Teil dieses Projektes, auch wenn sie jetzt keine Förderung erhält. Aber dadurch haben wir ein bisschen engeren Draht zu denen, um unsere Ergebnisse ihnen bekannt zu machen. Wenn Sie noch weitere Informationen dazu dem Projekt haben wollen nach dem Vortrag, dann können Sie gerne unsere Projektwebseite besuchen. Da gibt es auch ein paar Videos von unseren Ausfahrten und Interviews auch mit den Kollegen.
Bei Videos, ein Video werde ich jetzt von den Tiefseeuntersuchungen so nicht zeigen, aber Abbildung. Ja, und hier sehen Sie schon ein, so ein Habitat, was uns dabei ganz besonders interessiert. So sieht es am Meeresboden in 4200 Meter Wassertiefe aus, im nordäquatorialen Pazifik, zwischen Hawaii und der mexikanischen Küste. Und die ganzen schwarzen Punkte, die Sie da sehen können, das sind tatsächlich die Manganknollen, um die es geht. Und das ist auch ungefähr so die Dichte der Belegung an Manganknollen, die dann wirtschaftlich interessant ist für Firmen und Länder. Es gibt auch andere Gebiete auf der Welt, komme ich nachher nochmal zu, wo auch Manganknollen vorkommen, aber wo sie nicht so dicht an dicht liegen und daher kein wirtschaftliches Interesse derzeit besteht. Und ich zeige hier auch schon gleich so typische Fauna. Wenn man genau hinguckt, weiß nicht, wie gut das auf dem Bildschirm bei Ihnen da zu sehen ist. Hier sieht man so eine Seeanemone mit einem Schlangenstern, aber hier im Hintergrund sind dann auch so große Radiolarien, die relativ häufig vorkommen. Also wenn man genau reinguckt, dann ist doch relativ viel Leben hier vorhanden. Und auch dazu gleich noch ein bisschen mehr. Ja, warum ist das Interesse eigentlich da an diesen Tiefseeerzen? Ich habe hier mal ein paar Abbildungen, die ich aus einem Bericht von 2020 von der Weltbank genommen habe. Da gibt es aber auch andere Publikationen, die das auch beleuchten. Aber die Zahlen sind in allen ungefähr ähnlich. Also es geht vor allen Dingen eben, werden mehr Metalle benötigt in Zukunft bei unserer ja, bei unserem Weg zu mehr CO2 sauberen Energien, weil wir dadurch einen deutlich erhöhten Einsatz von Metallen haben werden. Das sind zum Beispiel eben die Windturbinen, die Windkraftanlagen, da ist über eine Tonne Kupfer in jeder von denen in den Köpfen drin. Dann die Solarpanel, die auch sehr viele Seltenerden benötigen. Und all das und Batterien spielen eine große Rolle. Da brauchen wir sehr viel Kobalt, denn das Lithium ist in so eine Kobaltoxidmatrix eingebunden. Und hier ist auf der rechten Seite zu sehen, für verschiedene wichtige Metalle bei diesen Technologien, wie die Weltbank projiziert hat bis zum Jahr 2050, wie der Bedarf gegenüber dem heutigen Bedarf sich erhöhen wird. Und dann, also das sind Prozentzahlen, die oben drauf kommen an den heutigen Bedarf. Und da ist auch so ein bisschen die Klimamodellierung drin, so die IPCC-CO2-Emissionsszenarien stehen dahinter und auch das zu erwartende Bevölkerungswachstum. Und dann sehen wir, dass Graphit 500% oben drauf kommt an dem heutigen Bedarf, Lithium, Kobalt, das sind vor allen Dingen eben die Batterien, die wir brauchen auch für unsere Elektroautos in Zukunft. Indium, Vanadium, Nickel, Silber, Neodym, Blei, Molybdän und so weiter. Das heißt, wir benötigen nicht nur das, was wir im Augenblick verbrauchen, sondern wir werden deutlich, deutlich mehr Metalle in Zukunft gebrauchen. Und die müssen irgendwo herkommen. Und an Land sieht es momentan so aus, dass man immer weniger Vorkommen findet, die reich oder hohe Konzentrationen an diesen Metallen haben. Die werden immer weniger reich an diesen Metallen sein, und man muss in immer abgelegenere Regionen auch gehen, um die zu finden. In dieser kleinen Abbildung ist dann auch zu sehen, weil ein Argument ist ja immer, dass wir das mit Recycling in Zukunft vielleicht abdecken können. Gibt es noch eine Frage oder? Nein, ich glaube nicht. Okay. Ich habe auch hier irgend so ein Fenster aufpoppen gehabt, gerade deswegen. für so ein paar wichtige Metalle, eben Kobalt, Kupfer, Lithium, Nickel und Aluminium, ist hier in der linken Spalte zu sehen, was die Recyclingrate momentan ist. Also für einige dieser Elemente so um die, sagen wir mal, grob 50%, für Lithium deutlich geringer.
Für die Zukunft wird diese Recyclingrate oder wird projiziert, dass die eher sinkt. Und das liegt daran, dass die Metalle dann in diesen Infrastrukturen, die wir dabei aufbauen, wie Windkraftanlagen, die größeren Batterien, die wir brauchen, Solarpanel und so, eben deutlich länger gebunden sein wird, als es bisher ist. Bisher ist das vor allen Dingen sowas wie in Handys und solchen Geschichten, die doch relativ häufig ersetzt werden und weggeschmissen werden und recycelt werden. Und das wird bei diesen Infrastrukturen dann eben nicht mehr sein. Die werden dann über 20, 30, 40 Jahre darin gebunden sein, sodass das eben die Erwartung ist tatsächlich, dass die Recyclingraten eher runtergehen werden. Und da ist eben jetzt die große Frage, ob wir durch Tiefseebergbau von den Erzen da einen Beitrag zu leisten können. Und einige Firmen, die da sehr aktiv sind, die behaupten, dass das unumgänglich ist, wenn wir den zukünftigen Bedarf abdecken wollen. Da gibt es zum Beispiel die Firma The Metals Company, die ist jetzt so der Nachfolger von der Firma, die in Papua-Neuguinea schon einen Claim hatte. Von denen ist die rechte Abbildung. So stellen die sich das dann in Zukunft am Meeresboden vor. Und links ist eine Abbildung zu sehen von einem heutigen Mine an Land. Das ist, glaube ich, aus Chile. Das ist so eine typische Abbaumine, die ein paar hundert Meter tief auch ist und ausgeschifft wird. Und so ähnlich ist eben auch die Vorstellung, wie das dann später aussehen soll mit mehreren Geräten, die über den Boden fahren und eben den Meeresboden abbaggern. Dazu nachher auch noch ein bisschen mehr. Die Punkte hatte ich schon alle abgedeckt. Ja, welche Vorkommen gibt es? Da sind zum einen diese polymetallischen Knollen, die auf der Eingangsfolie schon zu sehen sein. Die kommen in den großen Tiefseeebenen vor, wobei Tiefseeebene, den Begriff sollte man vielleicht in Zukunft eigentlich auch nicht mehr benutzen, weil es eben gar keine Ebene ist, sondern da stehen auch sehr viele Berge, die zum Teil auch mal ein paar hundert bis tausend Meter hoch sind. Also da ist schon ein gewisses Terrain da. Die kommen also in Wassertiefen über 3000 Meter vor und an wirtschaftlich interessanten Metallen enthalten sie vor allem Nickel, Kobalt, Kupfer. Das Mangan bräuchten wir nicht, muss aber im Augenblick ist das im ökonomischen Modell mit drin, dass das mitverkauft werden. Das macht so ungefähr 50 bis 60% des Wertes der Knollen aus. Dann Lithium, Molybdän und eben auch Seltenerden. Die Vorkommen allein in dieser Clarion-Clipperton-Zone, auf die komme ich heute noch ein paar Mal zu sprechen, weil das so das Hauptlizenzgebiet ist. Auch dazu gleich ein paar mehr Folien. Die liegt zwischen Hawaii und der mexikanischen Küste, nördlich vom Äquator. Und allein da sind die Vorkommen wirklich so gewaltig. Das ist, wenn man es vergleicht mit den heutigen großen Landlagerstätten, 2- bis 5-fach höher, größer als die größte Landlagerstätte, die wir derzeit abbauen. Also wirklich eine große Lagerstätte. Dann gibt es die Eisen-Mangan-Krusten, die reich an Kobalt sind, aber eben auch noch Nickel enthalten, Seltenerden und andere Metalle. Da ist eine Hauptregion im Pazifik die Prime Crust Zone. Also das sind so Vorkommen, das sind so die oberen 10, 20 Zentimeter an Krusten auf untermeerischen Bergen. Hier ist ein so ein Beispiel und das sind keine kleinen Hügel. Das sind tatsächlich so Berge, wie sie sie in den Alpen auch haben, die 2, 3 Kilometer hoch sein können. Und das dritte sind Massivsulfide, die vor allen Dingen reich an Zink, Kupfer, Gold, Silber und Seltenerden sind. Das sind alte, ausgestorbene, ausgelöschte hydrothermale Quellen, kommen also entlang der mittelozeanischen Rücken vor. Ja, zu den Knollen nochmal. Also die Hauptbestandteile, die interessant sind, sind Nickel, Kobalt, Kupfer und die Seltenerden. Und die machen zusammen 3% des Gewichts der Knolle aus. Der Rest, ungefähr 25 bis 30% ist Mangan, 8 bis 10% ist Eisen. Und der Rest, sind dann eben die oxidischen Sachen, also Sauerstoff, Silikat. Das heißt, eigentlich haben wir 3% an wirtschaftlich wichtigen Metallen oder interessanten Metallen da drin und der Rest ist Abfall.
aus ökonomischen Gründen, wie ich schon sagte, muss im Augenblick, müssten die Firmen das Mangan mitverkaufen, weil die Metallpreise momentan nicht hoch genug sind, dass allein nur diese wirtschaftlich interessanten Metalle das ökonomisch machen. Nochmal dazu, also die globalen Abschätzungen für die Manganknollen sind tatsächlich so, dass es 3 bis 4 Mal mehr Kobalt und Nickel in diesen Manganknollen in der CCZ vorkommen im Vergleich zu allen Landvorkommen, die wir momentan kennen. Daher also auch die Wichtigkeit und ungefähr ein Drittel allen Kupfers in den Vorkommen, die noch nicht ausgebeutet sind, steckt in diesen Manganknollen in der Clarion-Clipperton-Zone. Hier sehen Sie so ein Beispiel, so einen Schnitt durch so eine Knolle, hier auch mal farblich einkartiert von so einer Röntgenaufnahme, wo dann in farblich gesehen diese drei Metalle stecken. Die ist so aufgebaut, fast wie so ein Baum mit so Ringen, wächst so konzentrisch. Und dann kann man eben durch Elementbestimmung und so ein Mapping auch gucken, wo jetzt welches von den Metallen am stärksten konzentriert ist. Also es ist nicht unbedingt eine gleichmäßige Verteilung. Diese Knollen, die sind auch sehr, sehr alt. Eine Knolle in der Clarion-Clipperton-Zone wächst so im Schnitt so 1, 2 Millimeter pro Million Jahre. Das heißt, die Knollen, die dann nachher so 10 Zentimeter Durchmesser haben, die sind so fünf bis die älteste Knolle, die mal datiert wurde, ist 14 Millionen Jahre alt. Das ist ein fossiles Vorkommen sozusagen, auch wenn sie heute noch wachsen, aber sie wachsen eben sehr, sehr lange. So ähnlich im Grunde wie Öl und Gas, die noch auf längeren Zeitskalen sich bilden, Öl- und Gasvorkommen, so muss man eigentlich auch diese Vorkommen der Metalle betrachten. Genau, und aus ökonomischen Gründen gehen die Firmen im Augenblick davon aus, dass sie so 2 bis 3 Millionen Tonnen Knollen pro Jahr ernten müssen. Und von den Belegungsdichten, die Sie auf diesen Fotos gesehen haben, kommen wir dann auf Abbauflächen von 200 bis 300 Quadratkilometer pro Jahr und Abbauoperation. So zum Vergleich, die Fläche der Stadt München sind ungefähr 200 Quadratkilometer. Also München plus jedes Jahr bei jeder Abbauoperation. Hinzu kommt dann noch, dass man eine Sedimentwolke aufwirbeln wird, die sich mit der Bodenströmung verdriftet, sodass dass wir momentan davon ausgehen, dass die tatsächlich zerstörte Fläche Tiefseeboden, so dass 2- bis 5-fache dieser Fläche sein kann pro Jahr pro Abbauoperation. Also wir reden wirklich über große Flächen, die dabei bearbeitet werden müssen, weil eben die Knollen eine zweidimensionale Ressource ist. Das geht nicht in die Tiefe, die liegen wirklich nur auf dem Meeresboden. Und wenn die begraben werden, das kommt auch manchmal vor, dann lösen die sich auch auf über die Jahrtausende und Jahrzehntausende. Ja, ist ein Überblick der Welt, wo eingezeichnet ist, wo Explorationslizenzen von der Internationalen Meeresbodenbehörde schon vergeben sind. Da sehen wir eben hier diese Clarion-Clipperton-Zone, diese grünen sind die Manganknollen-Lizenzgebiete, 17 davon hier in diesem Gebiet. Und dann gibt es noch 3 Lizenzen im Indischen Ozean. In Schwarz sind die Lizenzgebiete für die Massivsulfide eingezeichnet, auch im Indischen Ozean und dann im Pazifischen Ozean. Und es gibt auch 3 Lizenzgebiete am Mittelatlantischen Rücken. Und in Rot sind die Lizenzgebiete eingezeichnet, die bisher für kobaltreiche Krusten vergeben wurden. Insgesamt hat die Internationale Meeresbodenbehörde in den letzten 15 Jahren 31 Lizenzgebiete für Exploration vergeben. Also es ist alles nur für Exploration, weil eben die Abbauregularien noch nicht finalisiert sind. Das wird aber bald passieren. Insgesamt betragen diese Explorationsflächen, die bisher vergeben worden sind, summieren sich zu 2,5 Millionen Quadratkilometer Meeresbodenfläche auf. Das sind ungefähr 0,02% der gesamten Tiefseefläche unseres Globus, also eine kleine Zahl im Vergleich. Aber es ist eben auch davon auszugehen, dass noch mehr Gebiete in den nächsten Jahren und Jahrzehnten dann beantragt werden.
Ja, ich habe schon ein bisschen die internationale Meeresbodenbehörde genannt. Die ist eben zuständig für diese mineralischen Rohstoffe am Meeresboden. Das ist ihre Aufgabe. Das wurde in der UN-Verfassung der Meere, die 1982 aufgestellt wurde und 1994 ratifiziert wurde, so definiert. Und sie ist eben dafür zuständig für alle Meeresbodenflächen außerhalb der Außenwirtschaftszone. Das sind also diese Flächen, die hier so leicht orange eingezeichnet sind. Die blauen Flächen sind die Außenwirtschaftszonen der Länder. Und diese Fläche macht global 50% unserer Erde aus. Also es ist eine große Fläche. Und das Besondere an diesem UNCLOS, dieser Verfassung der Meere, ist, dass man diese Ressource und diese Fläche als das Erbe der Menschheit definiert hat. Das ist wirklich einmalig. Das haben wir Elisabeth Mann-Borghese, die dafür gesorgt hat, zu verdanken. Das bedeutet, dass nicht eine einzelne Firma oder Person oder Staat eine Fläche Meeresboden besitzen kann oder erwerben kann. Man kann immer nur Lizenz beantragen. Diese Rohstoffe und auch diese Fläche gehört uns allen. Und das bedeutet auch, und darum geht es auch bei diesen Regularien, die jetzt aufgestellt werden, dass eigentlich wir alle partizipieren sollen, wenn Firmen damit oder Staaten damit Gewinn machen und daran verdienen. Und auch das ist ein ganz spannendes juristisches Feld. Ich bin jetzt kein Jurist, aber habe genug mit denen jetzt zu tun in den letzten Jahren, das jetzt vernünftig zu machen. Also sind zum Beispiel die afrikanischen Staaten, die zum Beispiel viel jetzt an Kobalt und Nickel und Kupferproduktion verdienen. Und da wird es eben auch darum gehen, in diesem Abbaucode, dass die Ausgleichszahlungen für zukünftige Einbußen bei ihrem eigenen Abbau dieser Rohstoffe bekommen, wenn der Preis zum Beispiel für die zusammenbricht und sie eben weniger Verdienst haben. Auch diese Sachen müssen geregelt werden. Also es ist die Umweltgeschichten sind nur ein Teil dieser Gesetzgebung, der Regularien, die aufgestellt wird, und diese Verteilung, wie das mit dem Erbe mit der Menschheit da umgegangen wird, ist tatsächlich wirklich auch ein, ja, fast würde fast sagen, das ist das wichtigste Feld in diesen Regularien. Und auch da ist noch lange nicht alles durchdiskutiert worden. Genau, und es gibt einen, so einen, würde ich sagen, fast einen Interessenkonflikt, den die ISA hat, denn sie sind zum einen verantwortlich dafür, dass sie die Umwelt vor möglichen Schädigungen bei dieser Nutzung der Rohstoffe schützen sollen. Und zum anderen sind sie aber auch dafür zuständig, diese Lizenzen am Ende zu vergeben und damit Geld zu verdienen. Und ich glaube, das ist dann jedem klar, dass das irgendwie sich beißt. Aber es ist in UNCLOS damals so festgelegt worden und im Augenblick, das wird auch heiß diskutiert, wie man da jetzt mit umgehen soll. Aber im Augenblick gibt es da nicht wirklich eine Lösung, weil keiner sich im Augenblick daran traut, das in UNCLOS zu ändern, weil man nicht erwartet, dass man es nochmal schafft, da die 192 Unterzeichnerstaaten dazu zu bewegen, diese Verfassung zu unterzeichnen. Ich sagte gerade so, ich glaube, es sind 192 Staaten, die das unterzeichnet haben. Das sind fast alle auf der Welt, also China und Indien und Russland und so haben es mit unterzeichnet auch. Ein anderes wichtiges Land, was das nicht unterzeichnet hat, ist die USA. Ja, hier jetzt nochmal ein Blick auf diese Lizenzgebiete in der Clarion-Clipperton-Zone zwischen Hawaii und der mexikanischen Küste. Wie gesagt, es sind bisher 18 Explorationslizenzen vergeben worden. Die Zahl war vor ungefähr 10 Jahren so bei 7 und ist insbesondere in den letzten 5, 6 Jahren hochgegangen auf diese 18. Und weltweit sind insgesamt 31 Lizenzgebiete für diese drei Vorkommen der Erze vergeben worden. Hier im Vergleich hab ich das mal drüber geplottet über Karte von Europa. Man kann das gleich auch machen für die USA. Das ist ungefähr so die Hälfte, nur damit mal so klar ist, was das für eine Dimension ist.
Ja, die Kleinklippernzone ist ungefähr 3000 Kilometer breit und 500 bis 1000 Kilometer hoch in Nord-Süd-Ausdehnung. Darum sind hier in Grau schraffiert neun Gebiete, sogenannte APEIs. Das steht für Areas of Particular Environmental Interest. Das sind im Grunde Schutzgebiete, in denen kein Abbau stattfinden kann und die Umwelt eben geschützt werden soll. Man hat gerade jetzt vor Weihnachten verabschiedet, dass hier in der Mitte auch noch mal ein Gebiet dazukommen soll. Ja, jetzt so ein kurzer Überblick über die zu erwartenden Auswirkungen von Tiefseebergbau, denn der findet ja momentan noch nicht statt. Bisher findet nur Exploration dieser Ressourcen statt, aber den Abbau gibt es eben noch nicht. Ist aber zu erwarten, dass das eben in den nächsten 10 Jahren schon durchaus dazu kommen wird. Dazu auch später noch mal ein bisschen mehr. Wir haben solche Kollektorsysteme, die dann über den Meeresboden fahren und die Knollen einsammeln. Und ich hatte schon erklärt, die liegen so eng aneinander, dass auch wenn jetzt mal hin und wieder so technische Ideen kommen, die einzeln da rauszupicken. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal im Wattenmeer war und einen Stein versucht hat, aus dem Wattenmeer rauszuziehen. Da hängt immer so ein riesigen Klumpen dann von diesem tonigen Material mit dran. Und so ist das auch bei den Knollen, denn die liegen so zur Hälfte im Sediment. Und wenn man sie so rauszieht, dann hängt da mindestens noch mal so das gleiche Volumen an Sediment dran. Und sie liegen eben auch so eng aneinander, dass man, selbst wenn man sie so rauspflücken würde, wo es aber auch keine technischen Ideen oder Lösungen für gibt, dann würde man trotzdem die gesamte obere Fläche des Meeresbodens entfernen. Und die bisherigen Geräte, das sind so panzerartige Geräte, zeige ich gleich auch noch nachher nochmal ein Beispiel zu von einem, was schon ein Prototyp gebaut worden ist. Und die Idee ist eben, mit den Knollen im Grunde genommen die ganze obere, fast 10 Zentimeter des Meeresbodens abzutragen auf diesen Gebieten. Und das eben auf Flächen von 200 bis 300 Quadratkilometer pro Jahr und Abbauoperation. Und diese oberen 10 Zentimeter bedeuten in der Tiefsee im globalen Mittel, das ist die belebte Schicht, wo größere Organismen, die größer als Bakterien sind, vorkommen. Also alles, was man so von Würmern bis größeren Seegurken und Seesternen hat, lebt auf oder innerhalb dieser oberen 10 Zentimeter. Das nennen wir auch die bioturbierte Schicht. Das ist also die biologisch aktive Schicht. Als zweites ist dann davon auszugehen, dass Sedimentwolken aufgewirbelt, einmal dadurch, dass diese Kettenfahrzeuge, so sehen die meisten aus, die fahren so auf panzerähnlichen Ketten über den Meeresboden, der halt sehr, sehr weich und tonig ist. Dadurch werden sie schon Sedimentwolken aufwirbeln. Und hinzu kommt, dass die Knollen, die aufgesammelt werden, möglichst in dem Gerät schon vom Sediment, das da dran haftet, getrennt werden, damit man, wenn man sie hoch Punkt schon relativ sauber hat und auf dem Schiff würde man sie dann weiter säubern und dieses Sediment auch wieder einleiten in den Ozean, weil das einfach zu viel zusätzliches Gewicht und Kosten wären, um die an Land zu und um auch die dreckigen Knollen mit dem Sediment an Land zu transportieren. Und das kreiert erstmal am Boden eine große Sedimentwolke, die mit der Bodenströmung verdriftet. Die Einleitung wird auch wieder diskutiert, in welcher Wassertiefe das erfolgen kann und soll. Die Firmen fangen wieder an, darüber nachzudenken, das so in den oberen 1000 Metern zu machen. Ich war eigentlich davon ausgegangen, das hatten wir eigentlich schon in Projekten vor 30 Jahren beantwortet, dass man das möglichst wieder bodennah machen muss, weil ansonsten durch die Ozeanströmung diese Sedimentwolken wirklich auf ganz, ganz großen Volumen verteilt werden. Und da sprechen wir wirklich, da gab es so Simulationen, wo sich so eine Wolke dann, wenn es in die falsche Meeresströmung gerät, so durch den halben Pazifik verteilt. Und das, was man wirklich nicht haben will, ist, dass das in die lichtdurchflutete Zone, die sogenannte euphotische Zone, kommt und das Planktonwachstum damit abgeschaltet wird, weil eben kein Licht, keine UV-Strahlung mehr reindringen kann. Und diese Wolken sind recht dicht, das zeige ich gleich auch nochmal ein paar Beispiele. Ja, und dann kann es natürlich Unfälle geben, wo diese Riser-Systeme, also diese Schlauchsysteme, mit denen die hochgepumpt werden, defekt sind und unkontrolliert irgendwie Sediment und Knollen dann in die Wassersäule geraten. Die Sedimente lagern, die sich dann aufgewirbeln, die lagern sich auch wieder ab und zum Teil eben
dann auch außerhalb der Abbauflächen, sodass insgesamt man auch festhalten muss, dass die gestörte Fläche größer sein wird, deutlich größer sein wird als die Abbauflächen selber. Also wir rechnen im Augenblick eher sowas mit 500 bis 1000 Quadratkilometer gestörter Meeresbodenfläche pro Jahr und Operation. Und in diesen gestörten Flächen haben wir eben einen Verlust an Habitat. Gleich kommen nachher noch mal ein paar Bilder dazu. Verlust an Arten und genetischer Vielfalt, also Artenvielfalt von Ökosystemen, Struktur und Funktion. Auch dazu nachher noch ein paar mehr Worte. Und auch die physikalische Charakteristik ändert sich, sodass eine Wiederbesiedlung eben auch verzögert ist. Und die ganzen geochemischen Prozesse, die im Sediment ablaufen, wo organisches Material abgebaut wird, Nährstoffe für die höheren Organismen und das Ökosystem zurückfließen in die Wassersäule. Auch das wird alles stark reduziert. Und insofern ist die Frage, weil es eben das Erbe der Menschheit ist, am Ende nicht nur jetzt eine wissenschaftliche oder eine politische Frage, sondern das ist eigentlich eine Frage für uns alle, für die gesamte Gesellschaft weltweit. Wie viel davon, wenn wir Tiefseebergbau machen wollen, finden wir dann nun akzeptabel? Das heißt, ist das was, was wir machen sollen mit den zu erwartenden Schäden und auch den Ungewissheiten, die wir noch haben? Oder sollen wir lieber die Finger davon lassen? Und das geht uns tatsächlich alle an. Und um zu gucken, was so die längerfristigen Konsequenzen sind von so einem Tiefseebergbau, haben wir uns alte Störungsexperimente angeguckt. Hat in der Clarion-Clipperton-Zone schon Mitte der 90er Jahre Experimente gegabt, denn diese Idee, diese Tiefseeerze abzubauen, die geistert schon seit den 70er Jahren rum. Und es hat, ich würde sagen, jetzt sind wir so in der dritten Welle. In den 70ern, Anfang der 80er, war so die erste Welle, wo die Preise der Metalle so hoch waren, das Interesse herrschte, dann wieder in den 90ern, Mitte der 90er Jahre. Und jetzt ungefähr seit 2005, 2008 ist das Interesse eben wieder da. Das hat auch da vor allen Dingen damit zu tun, dass 2007, 2008 in der letzten Wirtschaftskrise, finanziellen Krise, diese Metallpreise dreimal so hoch waren, wie sie heute sind. Und da ging das eben wieder die jetzige Phase los. Und da haben wir uns eben in verschiedenen Gebieten, wo es solche Störexperimente gegeben hat, verschiedene angeguckt. Das können so einzelne Dredge Tracks sein, das ist so ein Kettensack, den wir über den Meeresboden ziehen. Die Biologen machen das zum Beispiel auch, um Organismen einzusammeln und sie zu bestimmen, überhaupt damit wir feststellen können, welche Organismen leben da, wie ist die Artenvielfalt. Und das Bild zeige ich immer gerne, weil es ungefähr das zeigt, was durch so einen Knollenkollektor zu erwarten ist. Also hier sieht man nochmal sehr schön, wie die ganzen Knollen da liegen, dicht an dicht. Und man wird diese oberen 5 bis 10, vielleicht 15 Zentimeter, je nachdem, wie die Technik dann ist, ganz genau abtragen. Das ist diese biotorbierte Schicht, die wir dabei abtragen. Denn die ist auch ein bisschen weicher als das Sediment, was da drunter ist. Und das bedeutet, diese 10 Zentimeter in dieser Clarion-Clipperton-Zone bedeutet, diese Sedimentschicht, die dann entfernt wird, die ist 20.000 Jahre alt. Also das Oberflächensediment, was wir jetzt hier sehen, ist älter als 20.000 Jahre, weil wir haben Sedimentationsraten von einem halben Zentimeter in 1.000 Jahren. Wenn man das pro Jahr ausdrückt, dann ist das so eine Ablagerungsdicke von ungefähr 10, 11 Mikrometer. Das ist eine Dicke von einem menschlichen Haar. Also es landet sehr, sehr wenig Material unten, weil das meiste tatsächlich in der Wassersäule schon von Mikroorganismen abgebaut wird. Und trotzdem ist das die Hauptenergiequelle, die Ablagerung von organischem Material auf dem Meeresboden, von denen diese Organismen leben. Das bedeutet auch, dass der ganze Metabolismus, das ganze, wie das Ökosystem funktioniert, sehr, sehr langsam ist. Und hier sehen Sie so ein Beispiel von so einem Dredge-Track, das zu dem Zeitpunkt, als wir es untersucht haben, 2015, fast 40 Jahre alt war. Das ist tatsächlich einer, der von so einer Firma, die damals schon aktiv war und Tiefseebergbau machen wollte, gezogen wurde, so ein internationales Konsortium. Und Sie sehen, das sieht fast so aus, wie als ob das gestern passiert ist, weil eben diese Sedimentationsraten so gering sind. Und diese alten Spuren, dazu gab es dann noch im
südlich im Peru-Becken, südlich der Galapagos-Inseln, vor Peru und Chile gab es Guatemala, Ecuador, Entschuldigung, gibt es auch ein Gebiet, wo Manganknollen vorkommen, nicht in der Dichte, deswegen ist das wirtschaftlich hier nicht die interessante Ecke. Aber da haben deutsche Wissenschaftler 1989 so ein Störungsexperiment durchgeführt, um rauszubekommen, wie sich das Ökosystem dann eben erholt nach so einer Störung. Und dazu haben sie so einen Pflug, der so ähnlich ist wie das, was der Bauer auf dem Feld benutzt, zusammengeschweißt und 78 Mal in solchen Linien, die sich kreuzen, über den Meeresboden gezogen. Die Fläche, die sie dabei im Auge hatten, die hat ungefähr eine Fläche von 11 Quadratkilometern. Und man sieht hier, das ist eine Karte, die wir 2015 aufgenommen haben, um überhaupt zu gucken, wo diese Tracks am Meeresboden sind. Denn 1989 waren wir technisch noch nicht so weit. Da hatte das Forschungsschiff Sonne, von dem aus das gemacht worden ist, so ein bis zweimal am Tag Satellitenkontakt. Das heißt, es war, als wir angefangen haben, dahin zu fahren, 2015 war gar nicht so richtig klar, wo eigentlich genau, also wir wussten natürlich grob das Gebiet, wo die sind, aber wir wussten nicht genau auf einen Meter oder 2 Meter, wo diese Flugspuren eigentlich am Meeresboden sind. Das heißt, wir haben das erst mal kartieren müssen. Und das ist ein so ein Beispiel mit so akustischer Rückstreuung vom Meeresboden, was man vom Schiff aus machen kann. Kriegt man eine gute Karte, wo man dann anhand dieser Rückstreuung diese Spuren wirklich perfekt sehen konnte. Und hier sehen Sie so ein Beispiel wo wir mit dem Tauchroboter da runtergetaucht sind und Sie sehen ganz gut diese Flugspuren, das heißt diese Vertiefung, wo diese dicken Kugeln durchgelaufen sind und diese Eggen, die das Sediment zusammengeschoben haben. Und das nach 26 Jahren. Also auch das sieht so aus, als ob es gestern gemacht wurde, im Grunde genommen. Ja, ich habe schon so ein paar Techniken zur Untersuchung vorgestellt. Wir haben sowas wie Fächerecholote, mit denen wir den Meeresboden kartieren können. Wenn wir das über so einen programmierbaren Tiefseeroboter machen, das hier ist so ein AUV, ein autonomes Underwater Vehicle, was man programmiert und das dann seine Bahnen abfliegt, kann man das sehr hochauflösend machen. Dazu gleich nochmal ein paar Beispiele. Damit kann man auch so Fotomosaike machen vom Meeresboden, das zeige ich gleich. Und dann können wir Detailuntersuchungen machen, zum Beispiel mit solchen kabelgeführten Tiefseerobotern, die Manipulationsarme haben, wo wir dann sowas wie Fütterungsexperimente durchführen können, um zu gucken, wie die Nahrung in der Faunenkette verteilt wird und dann in den großen Organismen, so wie Seegurken, landet. Wir können in situ Sauerstoffmessungen profilierend in dem Meeresboden durchführen oder konkret diskrete Proben ziehen mit so kleinen Pushcores. Das sind so kleine Plastikliner, die so 20 cm lang sind und einen Durchmesser von 6,5 cm haben, die man dann in den Boden steckt und damit so ein Stück Meeresboden rausbekommt, was wir dann in Schichten abtragen können und zum Beispiel das Wasser da rausquetschen können, wo wir dann die Nährstoffe drin analysieren können. Und das heißt, wir können da schon, und das ist dann eben was wir tatsächlich in 4,5 Kilometern Tiefe auch durchführen. Zudem benutzen wir moderne analytische Methoden, so wie DNA-Fingerprinting oder Protein-Fingerprinting, um festzustellen, welche Organismen denn da unten leben. Also es gibt so moderne Methoden, wo man jetzt nicht mehr unbedingt die Organismen hochholen muss. Das machen wir auch immer noch. Und dann morphologisch analysiert, sondern wir sind da eben jetzt bei, und die biologischen Kollegen, so Datenbanken anzulegen mit der DNA-Sequenzierung, um dann einfach schneller und mehr von den Organismen untersuchen zu können. Dann machen wir natürlich numerische Modelle, zum Beispiel auch, wie diese Sedimentwolke verdriftet wird und sich wieder ablagert. Wir machen Untersuchungen, wie diese biogeochemischen Stoffkreisläufe sind, die durch den Organikabbau angetrieben werden und wie die sich verhalten, wenn eben der Meeresboden gestört wird durch den Tiefseebergbau. Jetzt mal ein so ein Beispiel zu so einer Fotokartierung. Das ist eine Fläche von 400 mal 200 Meter, auf der wir mit diesem AUV vom Geomar und einer Kamera, die da eingebaut ist, und LED-Leuchten,
Fotos gemacht haben. Das sind ungefähr eine halbe Million Fotos, die da drin sind. Sie sehen ganz gut diese Flugspuren, wie sie sich kreuzen von diesem Meeresboden auf diesem Gebiet. Und in diese Fotos können wir jetzt auch reinzoomen, weil es sind eben Einzelfotos, die sehr hochauflösend sind. Und dann sieht man hier so ein bisschen mehr, diese Unterstrukturen, die ich auf dem ROV-Foto schon gezeigt hatte, von der Flugegge. Hier sehen wir zum Beispiel auch so einen Abdruck von einem unserer Kerngeräte, was wir eingesetzt haben. Dann kann man weiter reinzoomen, dann sieht man hier schon so kleine orange Punkte und die schwarzen Knollen. Das Orange, da zoomen wir jetzt noch mal rein. Das sind nämlich so kleine Krebse. Und wir haben auf diesen Fotos tatsächlich so eine Pixelauflösung von ungefähr einem Zentimeter, teilweise auch unter einem Zentimeter. Also wir können da richtig reinzoomen. Wir arbeiten auch daran, weil das eben sehr arbeitsaufwendig ist, jetzt eine halbe Million Fotos nach einer Ausfahrt zu analysieren, dass wir da mit modernen Methoden, Machine Learning, Fotobearbeitung rangehen, die automatisch versuchen, diese Organismen zu identifizieren. Das ist aber noch Entwicklungsarbeit. Das funktioniert noch lange nicht perfekt. Genau, die gute Nachricht ist aber, das sind auch diese Technologien, die die Firmen benutzen, um die Ressource selber zu untersuchen und die Manganknollen zu vermessen und zu zählen und zu bestimmen, wie viel Rohstoff sie dann nun eigentlich da unten haben. Und insofern, und das ist genau die Technologie auch, die wir eben einsetzen, um so ein Monitoring zu machen. Das heißt, die gute Nachricht ist, dass ein Großteil der möglichen oder notwendigen Monitoring-Technologien, um die Auswirkungen zu untersuchen und abzuschätzen, vorhanden ist und die Firmen auch dieses Know-how haben. Ja, jetzt so generell mal ein paar Worte zu, wie das Ökosystem sich da zusammensetzt. Hier sind mal so ein paar Beispiele von Organismen. Wir haben hier oben in dieser oberen Reihe sessile Organismen, also festsitzende, sich nicht bewegliche Organismen. Wie so ein Schwamm oder so eine Seeanemone oder so eine Koralle, so eine Weichkoralle. Und Sie sehen, die sitzen typischerweise auf solch einer Manganknolle. Das sind alles Organismen, die können nicht im weichen Sediment sich verankern. Die müssen so ein Hartsubstrat haben und bilden im Grunde genommen spezifisches Habitat in diesen Knollenregionen. Diese Organismen gibt es sonst in dem weichen Sediment drumherum, wo keine Knollen sind, nicht. Und dazu gibt es da mobile Fauna, da haben wir hier so einen Wurm, hier haben wir so eine Seegurke. Und mal so als Größenvergleich, diese Seegurke ist ungefähr 1 Meter lang. Also das sind gar nicht so kleine Organismen, sondern das sind recht große Organismen. Hier schwimmt noch so eine Qualle. Und dann haben wir hier auch ganz typisch so einen Schwamm, der wie so ein Trichter ist. Und dann haben wir so einen gestielten Schwamm. Und dieser gestielte Schwamm, das ist auch so ein ganz, ganz typischer Organismus, der dieses spezielle Habitat in den Manganknollen darstellt, weil er wiederum einen Lebensraum bietet hier für so einen Schlangenstern, der sich da rumgewickelt hat. Oder manchmal sieht man auch so Ruderfußkrebse da dran sitzen oder Seepocken. Komme ich gleich noch zu. Auf anderen Bildern werden Sie das sehen. Das ist wirklich ein ganz spezifisches Habitat, das wir sonst nirgends haben, außer in diesen Knollengebieten. Und einer unserer Kollegen, der ist künstlerisch recht begabt, der hat das hier mal grafisch so dargestellt, was wir tatsächlich typischerweise auf diesen Schwämmen sehen an Organismen, die damit assoziiert sind. Und das sind eben auch mobile Faunen, also Faunen, die sich eigentlich bewegen können. Und die machen das vermutlich, um besser Nahrung aus der Wassersäule filtrieren zu können, weil diese gestielten Schwämme zum Teil auch bis zu 1 Meter hoch werden. Ja, wenn man das jetzt mal so was wir auf Fotos an Organismen identifizieren können, also die größere Fauna, die auf dem Meeresboden lebt, das ist hier dargestellt, und zwar auf der linken Seite die sessile Fauna, also die sich nicht bewegt und die auf den Knollen zum Großteil wächst. Dann haben wir hier einmal die auf den Knollen wachsen. Das sind bis zu 20, 30 Individuen pro 100 Quadratmeter Meeresbodenfläche. Und hier im Vergleich die Anzahl in Gebieten, auch in dieser Clear- und Clipper-Zone, wo aber auf wirklich ein paar Kilometern keine Knolle vorkommt.
Und dann sehen wir, dass das so 2 bis 3 Mal mehr Organismen sessiler Art sind, die auf den Knollen vorkommen im Vergleich zu denen, die im weichen Meeresboden vorkommen. Das heißt, wir haben auch höhere Vorkommen an Organismen, zumindest den größeren Organismen, in diesen Knollenhabitaten. Die brauchen diese Knollen. Und das Interessante ist eben, das hatte ich eben schon ein bisschen erklärt, wir sehen das gleiche Bild auch für die mobile Fauna, also für sowas wie Schlangen, Sterne, diese Seegurken und so weiter. Auch dort haben wir höhere Häufigkeiten an Organismen, mit diesen sessilen Faunen, die auf den Knollen wachsen oder an den Knollen wachsen, assoziiert sind. Und wenn wir jetzt in diese alten Störungsspuren, die wir uns angeguckt haben, bis zu 4 Jahrzehnte später angucken, dann sieht das Bild so aus. Was zu erwarten ist, ist natürlich, dass die sessile Fauna, die die Knollen braucht, weil die in diesen gestörten Spuren verschwunden oder abgetragen wurde, nicht vorhanden ist, dass die auch nicht wieder da sind, weil natürlich die Knollen über Millionen Jahre wachsen, also nicht in ein paar Jahrzehnten wieder da sind. Aber das Interessante ist, wir sehen das eben das gleiche Bild auch für die mobile Fauna. Auch die, weil sie eben dieses spezielle Habitat der Manganknollen und meistens der gestielten Schwämme, die da drauf wachsen, eben braucht zum Leben. Also wir haben wirklich einen langfristigen, mindestens Jahrzehnte dauernden Auswirkung. Also auch nach Jahrzehnten findet keine Wiederbesiedlung statt durch diese Faunen. Selbst auf so kleinen Spuren, die 2 Meter breit sind und vielleicht 500 Meter lang sind, wo eigentlich eine Wiederbesiedlung von rechts und links leicht stattfinden könnte. Also das ist wirklich das ganz klare Zeichen, dass wir bei Tiefseebergbau dieses spezielle Habitat wirklich langfristig stören werden. Zudem haben wir gesehen, dass nicht nur die Abundanzen geringer werden, sondern wir finden dann auch eine Verschiebung der Zusammensetzung der Gemeinschaften in der Tiefsee statt. Und zwar mehr von so Suspension-Feeders, das heißt sind filtrierende Organismen, die im organische Partikel und Kleinstlebewesen aus der Wassersäule filtern, zu mehr sedimentfutternden Organismen und den Aasfressern. Und dann war die spannende Frage, wie das mit den Bakterien aussieht, die die Grundlage für die Nährstoffflüsse dieses Ökosystems darstellen, ob die auch nach ein paar Jahrzehnten immer noch gestört sind oder ob die sich schon erholt haben. Da hatten wir eigentlich erwartet, dass die sich erholt haben. Aber wir haben genau das Gegenteil gefunden. Das ist hier farblich dargestellt, dass dieser Organikabbau oder die Veratmung von Sauerstoff, die da unten im Bodenwasser vorhanden ist, oder mikrobielles Wachstum in Rot dargestellt, wenn das stark gestört ist, und in Gelber, wenn das der Normalzustand oder Normalumsatz ist. Und auch da sehen wir mit Zunahme dieser Störung, also in den Spuren selber sieht es dann tatsächlich rot aus, sind auch diese Umsatzprozesse, diese grundlegenden Umsatzprozesse noch mindestens auf ein Drittel von dem, was normal ist, reduziert. Und das nach 2, 3, 4 Jahrzehnten. Und da das so ist, ist auch klar, dass sich die höheren Organismen und anderen Faunen nicht so schnell erholen werden. Denn wir können durch numerische Modelle ausrechnen, dass das mikrobielle Wachstum und die Umsatzprozesse Jahrhunderte bis Jahrtausende brauchen, um sich zu erholen. Und alles andere wird dann danach kommen. Also die Störungen sind wirklich langfristig. Wir reden hier wirklich über ganz lange Zeiträume. Das ist anders als bei einigen Abbau- oder Bergbaustörungen, die wir an Land haben, wo wir zum Teil wieder aufforsten und nach 1, 2 Jahrzehnten haben wir Naherholungsgebiete, wo zwar was anderes lebt, aber wo wir wieder ein halbwegs funktionierendes Ökosystem haben. Das wird in der Tiefsee nicht so sein. Das wird wirklich viele Jahrhunderte bis Jahrtausende brauchen. Ja, und dann wollen wir auch natürlich verstehen, das ist jetzt in den gestörten, dann wollen wir natürlich auch verstehen, wie das aussieht in den Gebieten außerhalb, wo sich diese Sedimentwolke wieder ablagert. Dazu haben wir In-Situ-Experimente durchgeführt. Hier ist ein Beispiel aus diesem Peru-Becken, also in 4200 Meter Wassertiefe, wo wir Sediment
aufgewirbelt haben. Und in dieser aufgewirbelten Wolke, die hatten wir über eine Holothurie gestülpt oder in diesem Fall über Sedimentboden auch mit Würmern, die da drin leben, und haben dann untersucht, ob die das, das haben wir so 2 Tage stehen lassen, ob die das überlebt haben. Und dann war das Interessante, hier geht es jetzt um Nematoden, das ist sowas wie die Regenwürmer in der Tiefsee. Ist eben ganz gut zu sehen, in Rot ist hier die Kurve aufgezeichnet, der Sterblichkeitsrate, und in Blau die Kurve zeigt an die Anzahl der lebenden Organismen in Abhängigkeit von der abgelagerten Sedimentdicke. Und die ist hier logarithmisch aufgetragen, das heißt so in 10er-Sprüngen. Und dann können wir ganz gut sehen, dass wir einen signifikanten Anstieg an Mortalität tatsächlich haben, wenn die Ablagerungen so ein Zentimeter und mächtiger sind. Und das bei Organismen, die im Sediment leben, die eigentlich Sediment kennen. Auch die vertragen das und mögen das ganz offensichtlich nicht, wenn auf ihnen nochmal Sediment so viel auf einmal abgelagert wird. Und das sind so erste Ansätze, tatsächlich was wie Grenzwerte für Störungen für die Tiefseefauna zu erheben. Das ist jetzt wirklich ein so ein Beispiel. Wir müssen das noch an viel mehr und verschiedenen Organismen und Gesellschaften natürlich durchführen. Aber so versuchen wir, Grenzwerte für Störungen tatsächlich zu quantifizieren. Denn das ist am Ende das, was in den Regularien gebraucht wird, dass man sagt, so und so viel ist erlaubt und darüber ist die Störung dann zu signifikant. Ja, dann haben wir auch versucht, Experimente zu starten. Mehr kann man dazu tatsächlich im Augenblick nicht sagen, zu gucken, wie eine Wiederbesiedlung von Hartsubstrat aussieht. Also das könnte sowas wie so eine Restauration, Instandsetzung eines Ökosystems in der Tiefsee darstellen, wo wir so kleine Kügelchen, die dann eben das Hartsubstrat Knolle ersetzen könnten, vielleicht ausgebracht haben. Wir haben hier tatsächlich den Tiefseeton aus der Clarion-Clipperton-Zone genommen, haben ihn bei verschiedenen Temperaturen gebacken. Deswegen haben diese unterschiedliche Farben, also hier ist so ein hellbraunes, das ist nur getrocknet worden und dann sind sie gebrannt worden, dann sind sie halt schwarz oder ganz rot. Und wir haben über so einen Schwamm aus dem, so einen Küchenschwamm auf einem Plastikrohr, so einen gestielten Schwamm dargestellt. Auch davon gibt es ein paar von diesen Frames, diesen Rahmen, die wir ausgebracht haben. Und das ist jetzt tatsächlich ein Experiment, denke ich, für die zukünftigen Generationen an Tiefseeforschern. Wir werden vielleicht in den nächsten 5, 10 Jahren, wenn wir wieder hinfahren, sehen, dass da ein Bakterienfilm, wenn wir viel Glück haben, sich drauf gebildet hat. Aber bis so eine kleine Koralle oder so ein Schwamm da drauf wächst, das wird bestimmt eher so im Rahmen von 30, 40, 50, 100 Jahren passieren. Denn wir wissen zum Beispiel nicht, wie groß so eine kleinen Korallen, die so 2 Zentimeter hoch sind, oder der Schwamm, da gehen die biologischen Kollegen tatsächlich davon aus, dass die ein paar hundert Jahre alt sind. Und wir wissen im Grunde nicht, wie schnell die wachsen. Und die haben wir sowohl in Referenzgebieten als auch in Störungsspuren jetzt ausgelegt und werden die in den nächsten Jahren schon mal anfangen, wieder einzusammeln und zu beproben. Aber das ist wirklich ein Experiment für die nächste Tiefseeforschergeneration, das wir da gestartet haben. Ja, jetzt möchte ich noch ein paar Worte dazu sagen und Bilder zeigen von dem ersten Kollektor-Prototyp-Test, den die belgische Firma GSR letztes Jahr im April, Mai durchgeführt haben. Und wir waren mit unserem Projekt und einem zweiten Schiff vor Ort, um unabhängige wissenschaftliches Monitoring dieses Kollektortests durchzuführen. Sie sehen hier ein Bild von GSR auf deren Schiff, wo Leute längs gehen oder oben auf dem Gerät arbeiten. Das ist also wirklich schon eine große Maschine, die ist 5 Meter breit, 8 Meter lang und 5 Meter hoch und wiegt an Land 30 Tonnen und im Wasser 19 Tonnen. Und das ist ein Gerät, das ist ungefähr 1:4 in der Größe, wie das, was GSR sich für einen industriellen Kollektor vorstellt. Also der wird eher so Richtung 12, 16 Meter breit soll er sein, 16 Meter lang, und die Höhe wird vermutlich gleich bleiben mit 5 Metern ungefähr.
Und was Sie hier vorne sehen, sind so die Ansaugstutzen. Also es wird mit hohem Wasserdruck über die Knollen gestrichen und gestrichen. Die werden, das ist Bodenwasser, was hier an der Seite angepumpt wird. Das sind auf beiden Seiten rechts und links sind so große Pumpen. Und dadurch, dass sie dann über diese Knollen streichen, entsteht ein Unterdruck, der sie ansaugt. Und dann werden sie in den Kollektor reingesogen. Da werden sie einfach mechanisch getrennt, möglichst vom Sediment. Die Knollen sind jetzt hier hinten in so einen großen Eimer gefallen, der 2,5 Tonnen fassen konnte, weil das Gerät diese Pumpensystem zur Oberfläche noch nicht dabei hatte bei diesem Test. Das ist der nächste Test, den sie in 2 Jahren machen wollen. Da wird dann so ein sogenanntes Riser-System mit dabei sein. Und das Sediment ist hier oben in 4,50 Meter Höhe rausgeblasen worden. Hat eben eine große oder die Sedimentwolke kreiert. Und das haben wir in 2 Gebieten, im deutschen Lizenzgebiet und in dem Lizenzgebiet von GSR durchgeführt. Das hat auch Gründe, weil dann da das Habitat so ein bisschen anders ist, aber auch für die Firma interessant war, weil sowohl die Topografie als auch die Knollengröße und Belegungsdichte unterschiedlich waren. Genau, dazu haben wir eben diese Testzeit gehabt, die wir vorher beprobt haben, auf einer Ausfahrt 2019 schon, um den vorherigen Ist-Zustand zu erheben und ein Referenzgebiet ausgesucht, was hoffentlich unbeeinträchtigt ist von der Sedimentwolke, die dabei kreiert und verdriften wird. Das Gebiet, was abgeerntet wurde, ist dieser graue Kasten. Das ist ungefähr 600 mal 400 Meter groß, das Gebiet. Und darin sollte der Kollektor so Streifen fahren und dann in den Kurven hinten den Eimer mit den Knollen, eingesammelten Knollen wieder leeren, weil sie eben nicht nach oben transportiert werden. Musste das halt regelmäßig, sollte das geleert werden. Sodass wir am Ende so zwei so Streifen haben, oder 3 Streifen haben, die so 50, 60 Meter breit sind und ein paar hundert Meter lang sind, wo die Knollen vom Meeresboden entfernt wurden. Ja, und dazu haben wir letztes Jahr auf der zweiten Expedition, die wir dann durchgeführt haben, parallel zu dem Schiff von GSR, das den Test durchgeführt hat, Monitoring-System vor allen Dingen für die Sedimentwolke ausgelegt, weil das die größte Unbekannte immer noch war, wie die verdriftet und wie hoch die Konzentrationen sein werden und so weiter. Und da haben wir alles zusammengekratzt, was wir so an den europäischen Instituten haben, an Tiefseetechnologie, um sowas zu vermessen. Das sind so akustische Sensoren, mit denen wir normalerweise die Meeresströmung vermessen, sogenannte ADCPs, Acoustic Current Doppler Velocity Profiler, oder solch CDD mit so einem optischen Rückstreuungssensor, der dann Partikel eben erfasst, das Licht davon reflektiert wird. Und diese Sensoren, davon haben wir 50 Sensoren auf 20 Plattformen. Die Plattform sehen Sie hier ausgebaut. Das heißt, auf jeder von den Plattformen waren mindestens 2 oder 3 verschiedene Sensoren. Die sind vorher alle interkalibriert worden, sodass wir tatsächlich die Messergebnisse auch quantitativ vergleichen können. Denn wir wollten jetzt sehen, wie sich über die Zeit und die Entfernung die Konzentrationen in diesem aufgewirbelten Sediment Plumen eben auch verändern. Und dann haben wir, hier sehen Sie die Karte. Das Gelbe war das Gebiet, in dem der Kollektor fahren sollte. Dazu haben wir einen Sicherheitsabstand halten müssen von ungefähr 100 Metern, in dem wir keine Sensoren ausbringen konnten. Und dann haben wir in Abständen von 500 Metern, 1000 Metern und etwas mehr als 1,5 Kilometern diese Plattform mit Sensoren ausgebracht. Zu diesen Sensoren gehört zum Beispiel auch eine Tiefseekamera. Das möchte ich, wenn das Video hoffentlich läuft, zeigen. Eben gucken. Nee, will nicht. Gut, dann werde ich das nur erzählen. Hier sehen Sie so ein Bild von so einer Tiefseekamera. Die guckt so vielleicht 2 Meter auf den Tiefseeboden. Die sitzt hier auch. Und man sieht ganz gut, hier ist so ein großer Schwamm. Ist wahrscheinlich für Sie nicht so ganz gut zu sehen. Hier ist so ein kleiner Seestern. Ist nachher noch so ein gestielter Schwamm. Und wenn man das Video so laufen lässt dazu, dann sieht man, da ist relativ viel Leben. So
sieht der Meeresboden aus. Mit dem Schwarzen sind die Manganknollen. Und dann, das hat eben alle 5 Minuten Fotos aufgenommen, war ungefähr 100 Meter Entfernung außerhalb von dieser Fläche, wo der Kollektor gefahren ist. Und dann kam von einem Bild aufs nächste, also innerhalb von 5 Minuten, diese Wolke, Sedimentwolke, angedriftet. Und dann war das Bild für 7 Stunden, konnten wir nichts sehen. Und dann waren es 3 Bilder und dann war wieder eine klare Sicht auf so einen Boden, der aussieht als so wie eine Landschaft, wo gerade frisch Schnee gefallen ist. Und hier sehen Sie zum Beispiel so eine große Sea Urchin, sonst so ein stacheliges Wesen, gehört mit zu den großen Aasfressern. Man sieht dann hier so den Schwamm, der sedimentbedeckt ist. Und auf den Folgebildern hier war so ein kleiner Seestern, der buddelt sich irgendwann wieder aus. Aber ein Großteil der Fauna kann sich aus dieser abgelagerten Schicht dann nicht wieder ausbuddeln. Also es ist deutlich weniger Aktivität an Organismen zu sehen, als auf den, bevor die Wolke sich da gekommen ist. Und wir müssen hier jetzt noch genau quantifizieren, wie viel Sediment sich abgelagert hat. So die erste grobe Schätzung ist, dass das hier so ungefähr 1 Zentimeter Ablagerung ist. Ja, insgesamt haben wir die Wolke verfolgen können. Also hier ist der Kollektorgebiet, wo es gefahren ist. Und das Rote zeigt an, wohin die Wolke verdriftet ist. Sie ist dann, hier ist und die tiefste Stelle ist ungefähr 2 Kilometer entfernt von dem Rand dieses Kollektorgebiets. Und die Wolke hat dann tatsächlich das Gebiet, was wir beobachtet haben, auch verlassen, ist also mehr als 3 Kilometer weit gedriftet. Und wir haben optisch eine Sedimentablagerung erkennen können, so ungefähr bis 500 Meter Entfernung. Danach sind das dann so wenig Partikel, dass man das nicht mehr optisch auf den Fotos erkennen kann. Wir haben aber auch einen Tracer dazu gemischt gehabt, sodass wir auch geringere Ablagerungen mit den Analysen, die wir noch machen müssen, hoffentlich feststellen können. Und insgesamt ist die Wolke relativ dicht am Boden geblieben, und zwar so innerhalb der unteren 5 bis 10 Meter. Wir haben auch noch Untersuchungen gemacht in 30 Meter Höhe. Da haben wir die Wolke nicht mehr sehen können auf den Sensoren. Ja, und so sieht das in dem Gebiet aus, wo der Kollektor gefahren ist. Das ist hier so ein Foto. Hier ist so ein Sauerstoffsensor, den wir da hinterher abgesetzt haben, zu gucken, wie der Sauerstoff jetzt Gehalt im Sediment darunter ist, was freigelegt wurde. Man kann gut die Spuren von dem Kettenantrieb noch sehen. Der hat nämlich ungefähr die Breite, die insgesamt die Ansaugstutze hat, also die Breite von dem Gerät geht jetzt von hier einmal hier rüber bis da. Das sind diese 5 Meter. Und dazwischen ist so ein Streifen, der ist so 1 Meter breit, wo der Kettenantrieb nicht über das abgeräumte Gebiet fährt. Also wir haben da auch so eine bisschen kompliziertere Störung. Und dann sehen wir auch auf den Kern, den wir genommen haben, dass sich in diesem Gebiet, wo ungefähr so 5, 6 Zentimeter Sediment entfernt worden sind durch den Kollektor mit den Knollen und dem Rest des Habitats, auch wieder so 5 bis 6 Zentimeter von dieser Sedimentwolke, die aufgewirbelt wird, wieder abgelagert hat. Das ist dann so eine ganz weiche Pampe, die da erstmal liegt. Und das gesamte Gebiet haben wir hier, sieht man so ein Bild von so einer akustischen Rückstreuung, die wir mit diesem AOV aufkartiert haben, wo man ganz gut erkennen kann, dieses dunkelbraune ist die Fläche, wo die Manganknollen vom Meeresboden entfernt sind, wo man weniger Rückstreuung hat von dem akustischen Signal. Und dann kommen hier die Kurven, wo in Schwarz zu sehen sind die Knollenhaufen, die der Kollektor dann entleert hat. Und in diesem Gebiet, das ist im belgischen Lizenzgebiet, haben wir jetzt eine gestörte Fläche von ungefähr 37.000 Quadratkilometern. Und der Plum, die Sedimentwolke, hat auf jeden Fall, weil sie ja das Untersuchungsgebiet verlassen hat, sich in mehr als der 10-fachen Fläche von diesem Kollektorgebiet abgelagert. Die Frage ist, wie groß ist da jetzt der Impact? Sprich, das wird ja, der Fächer, der da abgelagert wird, wird ja immer dünner. Und bis 500 Meter war es optisch zu sehen. Insofern kann man vielleicht so erstmal so ganz grob sagen, aber das werden wir in den nächsten Jahren dann bei den Folgeuntersuchungen sehen, wie weit in Entfernung oder wie weit die Fläche ist, die durch diese abgelagerten Sedimentplumen tatsächlich beeinträchtigt ist.
Ja, hier ist so die Sedimentwolke, die angekommen ist, als wir gerade unseren Sauerstoffprofiler abgesetzt hatten. Der war dann auch die nächsten Stunden nicht mehr zu sehen, sodass wir den erst auf dem Tauchgang den Tag danach wieder bergen konnten, weil diese Sedimentwolke tatsächlich so dicht ist, dass man da nicht mehr durchgucken kann. Ja, und all diese Ergebnisse im Detail, die versuchen wir eben in Vorschläge umzuwandeln für die Regularien der Internationalen Meeresbodenbehörde. Und dazu bin ich jetzt auch schon mehrfach, wenn die ihr Jahresmeeting haben, das haben sie inzwischen zweimal im Jahr in Jamaika, dann vor Ort, um das den entsprechenden Delegierten der Länder dann vorzustellen. Ja, die Recommendations, welche also Vorschläge will ich da gar nicht jetzt im Detail gehen. Eine der wichtigen ist, weil wir eben diese langfristigen Störungen haben, sehe ich im Augenblick eigentlich hauptsächlich einen Ansatz, also ein bisschen an Technologieentwicklung, die Plumausbreitung verringern. Da kann man sicher technisch noch was machen. Aber ansonsten, glaube ich, reden wir tatsächlich eher davon, dass man raumplanerisch daran gehen müssen, sprich sich überlegen muss, wo müssen Schutzgebiete in diesen Claims angelegt werden, wie groß zusammenhängend maximal darf so eine Abbaufläche sein, wie viel Abstand muss dann gehalten werden zu so einer Schutzfläche dazwischen. Das sind, glaube ich, eher die Methoden oder Ansätze, um einen größerskaligen Schaden der Tiefseeumwelt zu minimieren. Ja, und damit danke ich Ihnen fürs Zuhören und Sie können gerne Fragen stellen. Freue mich drauf. Vielen Dank, Herr Heckel, für den sehr spannenden, sehr erschreckenden Vortrag. Ich habe Sie richtig verstanden, dort, wo einmal abgebaut wurde, das ist tot, dieses Gebiet, für sehr, sehr lange Zeit. Ja, davon können wir ausgehen. Also weil selbst diese kleineren Experimentstellenspuren zeigen, dass da auch nach 3, 4 Jahrzehnten keine Wiederbesiedlung stattfindet. Und alles, was wir jetzt so bisher wissen, das wird eher im Bereich Jahrhunderte bis Jahrtausende liegen. Sie haben gesagt, man muss dann raumplanerisch agieren, das heißt, man muss gewisse Gebiete einfach für verloren erklären. Wie groß ist der Druck dann von den Anrainerstaaten, Abbaugebiete eben lizenzieren zu können? Ja, im Augenblick ist das ist ja wirtschaftlich getrieben. Also wie gesagt, es gibt 31 Explorationslizenzgebiete. Es gibt ja aber diese Rohstoffe auch in einigen Außenwirtschaftszonen, zum Beispiel Cook Islands, Papua-Neuguinea, gerade so die pazifischen Inselstaaten. Cook Islands hat jetzt auch, glaube ich, ein oder zwei Lizenzgebiete für Manganknollenabbau vergeben in den letzten 2 Jahren. Da ist schon ein Interesse da, weil sie halt sehen, dass sie unter Umständen damit Geld verdienen. Führt aber häufig auch eher so in so Abhängigkeiten von diesen großen multinationalen Konzernen. Also die typischen Beispiele im Bergbau an sich haben eigentlich selten dazu geführt, dass die Entwicklungsländer wirklich oder die Bevölkerung in den Entwicklungsländern da partizipiert hat von dem Reichtum. Also ein ganz krasses Beispiel ist Nauru. Die haben vor 30, 40 Jahren Phosphorite offshore abgebaut und das hat eher dazu geführt, dass die Bevölkerung jetzt ärmer ist als vorher und sich nur die Elite im Land das Geld ein bisschen in die Tasche gesteckt hat. Aber das meiste ist bei den multinationalen Firmen dann hängen geblieben. Also von daher, ja, es gibt eben auch diese sozialen Probleme, die man nicht außer Acht lassen darf. Und da ist dann vielleicht das Umweltproblem noch das geringste. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Ich stimme schon meinem Vorredner zu. Gier frisst Hirn. Und die Menschheit wird natürlich eines Tages den Abbau betreiben. Und sie wird natürlich dort auch eine Wüste hinterlassen. Ein Beispiel ist ja nur schon heutzutage zum Beispiel, die Menschheit wird mit dem Meeresboden so umgehen, wie wir heute mit den Regenwäldern weltweit umgehen. Irgendwie regen einige regen sich darüber auf, aber im Grunde genommen
ist keine Rettung vorhanden. Eine ganz spezielle Frage vielleicht noch vom Anfang. Sie haben dort ein Bild gezeigt, dass ungefähr 50% des Areals der Meere, ja, ich sage mal, der Menschheit gehören sollten. Jetzt auffallend war, dass vor allem im Nordatlantik diese Flächen nicht rot oder rosa eingezeichnet waren. Die ganze nördliche Küste Russlands ist frei, rund um Grönland ist es frei, Nordost-Kanada ist frei. Ist das schon ein Vorgriff auf das, was später uns noch blühen wird? Nee, das sind tatsächlich des nationalen Abbaus. Ja, das kann schon passieren. Also wir haben da natürlich auch Rohstoffe und das sind schon die realen Größen, wie sie laut UNCLOS definiert mit dem Kontinentalsockel sind. Also das alles, was da nicht rot war, gehört dann entweder Grönland, also Dänemark, Russland, Kanada, USA. Das ist so. Also es gibt ja diese Erweiterung des Kontinentalsockels, da werden ja auch immer wieder Anträge gestellt. Im Augenblick ist ja so im Schnitt sind das so 200 Seemeilenzone, alles was außerhalb liegt. Aber wenn man eben den Kontinentalsockel nachweisen kann, was Russland ja in der Arktis momentan auch betreibt, weil eben viele Rohstoffe da jetzt zugänglich werden durch das Schmelzen des Eises, dass man tatsächlich da deutlich mehr als diese 200 normalen 200 Seemeilen dann eben zu seiner Außenwirtschaftszone zählen kann. Und dahinter steht das, warum da ganz oben in der Barentssee und im Arktischen Ozean das tatsächlich nicht zu dem Gebiet, zu The Area gehört. Ich habe zwei Fragen. Wer vergibt die Lizenzen einerseits und sind mit diesen Lizenzen auch diese Schutzmaßnahmen verbunden, von denen Sie gesprochen haben? Also die Lizenzen, die vergibt diese internationale Meeresbodenbehörde, ISA, mit Sitz auf Jamaika. Das ist eben so eine UN-untergeordnete Behörde und das ist deren Aufgabe. Zumindest gilt das für die Unterzeichnerstaaten, sprich so ein Land wie die USA, was diese Verfassung der Meere nicht unterzeichnet hat, die muss sich da auch nicht dran halten. Die kann eigentlich überall, wo sie will, Tiefseebergbau betreiben. Und so hat George Bush Jr. das auch vor 10 Jahren ausgedrückt, als er da mal zu gefragt wurde. Die zweite Frage war, jetzt habe ich die wieder vergessen. Sind mit diesen Lizenzen auch die Schutzgebiete inkludiert? Ja, soweit ist die Gesetzgebung halt nicht. Es gibt bisher nur die Gesetzgebung zur Exploration. Zu dieser Explorationsarbeiten gehört neben der Ressourcenabschätzung und Analyse eben auch die Umweltstudien durchzuführen und da die Basis zu schaffen. Das ist eben jetzt eine der Fragen für diesen Abbaucode, der gerade aufgeschrieben wird von der Internationalen Meeresbodenbehörde, dass solche Sachen dort auch und wie sie da verankert werden. Deswegen machen wir diese Vorschläge. Wie weit die dann am Ende da nachher reinkommen, bleibt abzuwarten. Ich setze da eigentlich so ein bisschen drauf, dass die Abgesandten, gerade der europäischen Staaten, da darauf drängen, dass da vernünftige Umweltstandards implementiert werden. Aber das ist ja nachher sowas fast wie so ein demokratischer Prozess oder so ein diplomatischer, politischer Prozess, was von diesen Vorschlägen, die wir da jetzt so machen, am Ende wirklich in diesen Regularien enden wird. Das bleibt spannend abzuwarten, wie das passieren wird. Deswegen sind wir eigentlich alle aufgefordert, da mit unseren Abgeordneten und Regierungen drüber zu reden, dass sie ihre Stellvertreter, die da im Council der ISA sitzen, denn die entscheiden am Ende, wie die Regularien verabschiedet werden und was da drin steht, dass wir die so lange bearbeiten, dass die Umweltstandards möglichst hoch sind. Ja. Ich hätte noch eine dritte Frage.
Sie sind Forscher, Sie wissen, was geht. Sie haben uns jetzt geschildert, wie schlimm das eigentlich sein kann, wenn man nichts tut. Wie beurteilen Sie die Möglichkeiten der Forschung, dass sauberere Geräte hergestellt werden, die eben nicht diese 10 bis 15 Zentimeter Oberfläche abbauen, sondern wirklich einfach Knollenpicker sind, also die das raus... Ist das eine naive Vorstellung oder geht das in diese Richtung? Also ich halte das für eine naive Vorstellung. Es gab tatsächlich, ich kenne zwei solche Ideen von Ingenieuren. Eine war in Deutschland, eine kam jetzt letztes Jahr aus dem Silicon Valley. Aber aufgrund der Gegebenheiten, der Umweltgegebenheiten vor Ort mit dem weichen, klebrigen Sediment, was an diesen Knollen haftet, glaube ich nicht, dass das wirklich machbar ist. Weil selbst wenn ich sie rauspicke, hängt da das tonige, klebrige Sediment dran. Und da im Augenblick nur das ökonomisch ist, wo diese Knollen dicht an dicht am Meeresboden liegen, komme ich essentiell am Ende auf das Gleiche hinaus. Ich entferne diese obere belebte Schicht, weil die klebt da dran. Das ist wie so ein, zum Teil auch so ein Biofilm um diese Knollen. Und ich kann keine Knollen sauber aus dem Sediment heben. Das schaffe ich auch nicht, wenn wir jetzt so einen Kastengreifer, wo wir so einen halben Quadratmeter Sediment oben rausholen, auch da schaffe ich das nicht per Hand an Deck, so eine Knolle da sauber rauszuholen. Das ist unmöglich. Und deswegen, und das Zweite ist bei diesen, wir haben ja diese 2 bis 3 Millionen Tonnen Knollen. Und wenn ich das runterbreche auf Knollen picken pro Sekunde, dann bin ich so bei 1000 bis 2000 Knollen, die so ein Sammler pro Sekunde aufsammeln muss. Und da sehe ich im Augenblick auch keinen Ansatz, dass das technisch irgendwie machbar ist. Aber es wird schon darum gehen, dass man die Technik jetzt so auch weiterentwickelt, dass sie möglichst wenig von dieser Oberfläche mitnimmt mit den Knollen. Also möglichst nicht das Doppelte, sondern wenn die in den oberen 5 cm stecken, dann sollte das auch das Maximum sein. Und für mich geht es auch vor allen Dingen darum, dass Technologie entwickelt wird, die die Ausbreitung und Aufwirbelung dieser Sedimentsäule verringert. Da gibt es ein paar Ideen und da muss man jetzt halt gucken, dann auch im Labor, was davon wie umsetzbar ist. Vielleicht habe ich nicht aufgepasst. Wie entstehen denn eigentlich diese Knollen, so 1-2 Millimeter pro Million Jahre? Kommt das aus dem Meer, das Mangan aus dem Meerwasser, das Kobalt aus dem Meerwasser, Nickel oder was weiß ich, welche Metalle das alles da sind? Werden die irgendwie, ja, wie soll ich sagen, irgendwie in einem chemischen Prozess an den Knollen aus dem Meerwasser her angelagert? Woher kommen die denn eigentlich? Genau, also es gibt zwei Bildungsprozesse. Den einen haben Sie gerade richtig beschrieben. Das sind tatsächlich die gelösten Metalle aus der Wassersäule, die adsorbiert werden. Dazu braucht man immer irgendeinen Kern. Also als Chemiker weiß man das. Alles Kristalle wachsen da, wo man irgendwo Dreck hat. Und alle diese Knollen haben eigentlich irgendeinen Kern. Das kann sowas wie eine Fischgräte oder ein Haifischzahn sein. Das ist tatsächlich gar nicht so selten, so ein Haifischzahn da drin zu finden nachher. Und dann lagern die sich da dran an. Das liegt, und obwohl die Konzentrationen so gering sind. Und da sie aber so gering sind, ist das tatsächlich dieser Prozess, der diese Millionen Jahre braucht, weil das eben ganz, ganz langsame Ablagerungen sind, weil so wenig Metallkonzentrationen in der Wassersäule sind. Das ist die eine Methode. Und die andere, die nennen wir hydrogenetisch, eben aus der Wassersäule gebildet. Und die zweite nennen wir diagenetisch, das heißt aus dem Sediment gebildet, weil bei dem Abbau von dem organischen Material benutzen die Mikroorganismen zum einen zwar Sauerstoff und Nitrat und danach aber sowas wie Eisen- und Manganoxide, die im Sediment abgelagert werden, die auch diese anderen Metalle enthalten. Und dabei werden diese Metalle freigesetzt, nämlich reduziert und freigesetzt und bewegen oder diffundieren sich dann. Diffundieren, das ist ein Stofftransportprozess in der gelösten Phase, dann zum Meeresboden, wo sie wieder durch den vorhandenen Sauerstoff ausfallen.
Das sind diese zwei Bildungsmethoden, die diese Manganknollen haben können. Und wir sehen, im Meer gibt es auch beide oder auch als gemischte Form. Also es ist am Ende eine Ablagerung von Oxiden. Und das geht immer so über Adsorptionsschritte und dann wird Sauerstoff eingebaut und dann haben wir am Ende so ein Gemisch aus verschiedenen Metalloxiden. Dieses Ausfällen von Elementen, gibt es auch Elemente, die nicht dabei sind? Auf gar keinen Fall, aus theoretischen Gründen zum Beispiel. Sie haben eine ganze Reihe gezeigt, also einige, die sehr massiv dabei sind, andere nur in unglaublich kleinen Mengen. Gibt es auch solche Elemente, die überhaupt nicht dabei sind, die auch nicht dabei sein können? Nee, das gibt es so, glaube ich, nicht. Also es gibt natürlich Metalle, so wie die Alkalimetalle, Natrium, Kalium, die in geringen Mengen da vorkommen, in den Knollen oder auch die Erdalkalimetalle, weil die dann eher so Carbonate oder Sulfate bilden. Aber auch die werden mitgefällt und in Kristallgitter eingebaut. Das ist dann aber wirklich in Spuren. Das haben wir auch bei anderen Mineralen. Also selbst wenn ich sowas wie ein Calciumcarbonat, ein Calcit fälle, dann ist auch da, sind da auch viele andere Metalle als Dreck drin, entweder im Kristallgitter oder auf so Fehlplätzen eingebaut. Also wir finden wirklich fast das gesamte Periodensystem da drin, von den Kationenseite her. Von der Anionenseite so Jod, Brom, Schwefel, so eine Sachen nicht. Aber von den Kationen im Periodensystem finden wir eigentlich fast alles, aber zum Teil wirklich in ganz, ganz kleinen Spuren dann nur. Ich habe eine Frage zu den Lebewesen. In diesen Meerestiefen, die Sie ja jetzt da diskutiert haben, herrschen ja ungeheure Drucke. Und wenn man jetzt diese Lebewesen hochsaugt, dann kann man auch mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, die werden im Prinzip explodieren. Also die werden diesen Druckunterschied nicht überleben. Also müsste man die Sedimente möglichst nahe des Untergrunds wieder dem Wasser übergeben. Sehe ich das richtig? Also sie hätten keine Überlebenschance, wenn man die bis an die Oberfläche saugen würde. Genau, also das auch unsere Beprobung überleben die nicht. Alles, was wir da an Fauna hochkriegen, stirbt durch diesen Druckausgleich, der stattfindet. Das können die, vertragen die nicht. Das heißt, das ist definitiv so. Deswegen auch in diesen Kollektor-Prototypen schon wird ja der Versuch, der Großteil des Sedimentes von der Manganknolle in diesem Kollektor zu trennen. Das ist jetzt einfach nur durch so ein Gitter passiert, gegen den die Knolle gegenfliegt, das Sediment dann möglichst durchgesaugt wird und die Knolle dann in diesen großen Eimer hinten gefallen ist. Das heißt, auch die Organismen, wenn sie größer sind, dann sind sie in diesen Eimer mitgefallen und haben das höchstwahrscheinlich auch nicht überlebt. Und die kleineren Organismen, die durch das Gitter durchgesaugt wurden, die sind dann hinten mit rausgekommen. Und auch das ist das, was wir jetzt durch die Probennahme, die wir gemacht haben und auch in diesem Jahr, Ende dieses Jahres wieder machen werden, weil wir wieder hinfahren, ist eben auch festzustellen, ob sie diesen Prozess, dass sie hinten mit dem Sediment rausgepustet werden, ob sie das überleben oder nicht. Haben wir im Augenblick leider noch keine Daten zu. Letzte ganz triviale Frage eines Binnenländers. Wie verteilt sich bei Ihnen die Arbeitszeit zwischen Schreibtisch in Kiel und Fahrt auf dem Meer? Ich habe so im Schnitt so 4 bis 6 Wochen Seefahrt, so alle 1-2 Jahre. Das ist aber bei einigen Kollegen deutlich mehr. Die sind so 1-2 Monate pro Jahr unterwegs und andere sind halt weniger unterwegs. Also bei diesen Fahrten im Pazifik oder auch im Nord- und Südatlantik, Indischen Ozean, da sind unsere Fahrten eher so im Rahmen von 6 bis 8 Wochen lang. Und dafür hab ich dann nicht so viele. Eine, vielleicht noch eine zweite pro Jahr. Ja, das ist so das Typische. Okay, Herr Häckel, vielen, vielen Dank für diesen spannenden Vortrag, für das ausführliche Beantworten der Fragen. Ja, sehr gerne. Bedanke mich, war schön,
die Fragen auch zu hören. Ich finde das immer gut, interessiertes Publikum zu haben. Und es ist ein Thema, wo halt der Informationsfluss auch zum allgemein verständlichen stattfinden muss, weil das ist einfach etwas, was uns alle betrifft und wo wir darüber informiert sein sollten. Genau, das Thema ist gerade bei uns nicht sehr aktuell. Wir sind sehr, sehr weit weg vom Meer. Ja, aber es sind tatsächlich einige Schweizer Firmen daran interessiert. Also es gibt einige Technologiefirmen für Marineoperationen in der Schweiz. Wenn es ums Geld geht, sind wir immer sehr international. Das ist am übernächsten Freitag, am 4. Februar, gibt es einen Vortrag zu Pandemien als Gesellschaftskrisen. Ein aktuelles Thema, aber historisch auch gesehen. Florin Gondrau berichtet über die Geschichte und die Politik von Pandemien. Und dann am Sonntag drauf, am 6. Februar in der Wissenschaft um 11, hat Peter Lippuner den Ex-Astronauten, nein, er ist immer ein Astronaut, Claude Nicollier zu Gast, der mit dem Weltraumteleskop Hubble weit in die Vergangenheit blickt und sicher auch vieles zum James-Webb-Teleskop sagen wird. Das war's von uns. Kommen Sie gut heim. Und Herr Heckel, vielen Dank. Ja, gerne. Tschüss.